wortwörtlich ein Kabelsalat. Echt krass, echt crazy. Wenn man da mal ein Problem hat mit seiner Electricity, dann ist man echt am Arsch. Hola, wir sind in Santiago. Der erste Tag. Laufen jetzt durch Bella Vista, ein schönes Künstlerdorf. Wir werden erstmal auf den Berg hochgehen und den ersten Tag ganz ruhig und gemütlich angehen. Und langsam. Jo. Jo, okay. Wir fahren gerade mit einer kleinen Bahn den Berg hier hoch. Check das aus, ey. Schon beeindruckend hier. Schon echt beeindruckend. Das ist schon echt faszinierend. Also es ist für die Chilen ein super heiliger Ort hier. Hinter mir ist diese große Statue. Und das ist das Heftige, dieser Blick. Einfach ins Nix. Das ist der absolute Hammer. Also dieser Berg, der ist über 800 Meter hoch. Und die Statue, die man hier sieht, ist sozusagen die Virgin Mary und die breitet ihre Arme aus, um die Stadt zu beschützen. Auch wenn ich nicht religiös bin, aber es ist trotzdem ein schöner Gedanke. Ne? Ja. Siehst du? Schon crazy, was es hier so mitten in der Stadt gibt. Also ich bin echt begeistert. Fotografischen Traum. Ich könnte hier den ganzen Tag fotografieren. Wir haben unser Restaurant, glaube ich, gefunden. Das ist ganz süß. Da habe ich auch ein Bild jetzt davon gemacht. Kann ich auch mal einblenden, wo ich da nichts finde. Das war das hier. Einfach super süß. Und wir wollen da oben sitzen. Wie geil ist das denn bitte hier? Our place. Mit einer geilen Sicht. Bella Vista. Da oben waren wir eben. Super geil. Und wenn man die Sprache nicht versteht, ist das mal auf die Buffet, ich meine die Menüs nicht versteht. Und all das. Wir haben gar keine Idee, was wir so bestellen, aber ich bestelle mir jetzt Uran, Chino Tee und Marie bestellt sich Cleopatra. Mal gucken, was auf uns zukommt. Also dafür, dass wir keinen Plan hatten, was wir bestellen, haben wir was echt Gutes bekommen. So, das ist einmal mein Essen. Das ist ein typisch chilenisches Brot im Prinzip, habe ich mir bestellt, so nannte sich das. Ich glaube, das ist einfach keine Idee, was da drauf ist. Keine Idee, aber es sieht lecker aus. Und Marika hat Pita-Brot. Pita mit Falafel und Kartoffelecken. Also so langsam steige ich dahinter, was ich mir bestellt habe. Also, es sieht gerade ein bisschen wüst aus auf meinem Teller, aber das ist eindeutig ein Meeresfrüchte-Brot oder Brötchen, wie auch immer, Sandwich. Das hier, das ist ein ganzer Tintenfisch. Ne? Also, naja, der ist jetzt ein bisschen zerstückelt, aber das heißt, ich habe hier 4 ganze Tintenfische, glaube ich, drauf, weil pro Brothälfte 2. Dann habe ich hier, das ist dann wohl auch eine Art Tintenfisch, ne? Aber paniert eben. Was das hier für ein Fisch ist, weiß ich noch nicht. Keine Idee. Marike, du hast relativ klar, was sie hat, ne? Ja. Das ist einfach. Und es ist halt eben Falafel, ne? Aber es ist mega, echt hammergut. Der pure Tintenfisch ist too much für mich. Echt? Wow.
Aber das ist too much für mich. Sehr fischig, oder? Ja. Ja, purer ist, ich habe gerade so einen ganzen Tintenfisch gegessen, mit Kopf und allem. Und Gehirn. Ja. Also dieser Fluss, der hat letztes Jahr gar kein Wasser gehabt. Und dieses Jahr ist er komplett voll mit Wasser, weil wegen El Niño. Das gibt es alle 9 Jahre. Es ist extrem viel Regen und extrem viel Schnee und es schmilzt. Und deswegen haben wir jetzt viel Wasser in Santiago. Das ist sehr selten. Zentimeter über meinem Kopf verlaufen diese heftigen Kabelleitungen. Ja, das sind die Leitungen in Chile. Die laufen einfach über den Kopf und hängen zwischendurch runter. Kunststücke. Es sieht nie wirklich professionell und safe aus, aber... Handwerker in Deutschland würde es die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Und dann alles schön verpacken. Aber das ist halt Chile. Wortwörtlich ein Kabelsalat. Echt krass. Echt crazy. Wenn man da mal ein Problem hat mit seiner Electricity, dann ist man echt am Arsch. Wir sind in einem Taxi und der Taxifahrer wusste nicht so ganz, wo er hin soll. Und jetzt haben wir es aber geregelt bekommen und hoffentlich kommen wir jetzt richtig an zu Hause. Und dann war das erstmal, glaube ich, unser erster Tag heute in Santiago. War ein schöner Tag, aber es reicht erstmal. Also von daher, auf einen nächsten Tag morgen, würde ich mal sagen, oder? Ja. Morgen gehen wir vielleicht mit in einen anderen Teil der Stadt, gucken uns den an. Oder vielleicht auch in der Tour. Mal gucken. Aber erstmal müssen wir jetzt hier durchs Verkehrschaos kommen. Abendverkehr.